Und wenn sie die Studienbedingungen verbessern will, hat die Regierung also grob gesagt zwei Möglichkeiten. Entweder sie macht mehr Geld locker oder sie lässt weniger Studenten zu. Darüber muss man natürlich diskutieren und genau das machen die Wissenschaftssprecherinnen von ÖVP und SPÖ jetzt hier im Studio. Guten Abend, Beatrix Karl von der ÖVP und guten Abend, Andrea Kunzel von der SPÖ. Frau Kunzel, bleiben wir gleich einmal beim Stichwort weniger Studenten. Da hatte der Bundeskanzler und Parteivorsitzende der SPÖ erstaunlicherweise gesagt, er kann sich jetzt doch Zugangsregelungen vorstellen, eine Art von Zugangsregelungen. Welche denn? Also er hat gesagt Zugangsregelungen und nicht Zugangsbeschränkungen. Das sind zwei Begriffe, die sehr ähnlich klingen, wo aber wirklich Welten dazwischen liegen. Ich möchte vorausschicken, dass wir uns nach wie vor dazu bekennen, dass wir in unserem Land mehr gut ausgebildete junge Menschen brauchen, mehr Studierende, daher auch mehr Studienplätze und wir werden auch mehr finanzielle Mittel in die Hand nehmen müssen. Ich frage mal anders, der Bundeskanzler hat ja auch gesagt, er kann sich oder hat genannt als gutes Beispiel die Fachhochschulen. Jetzt sind ja die dafür bekannt, besonders strenge Zugangsregelungen zu haben. Ja, das ist für die Fachhochschulen ein stimmiges Konzept. Die Fachhochschulen sind sehr stark berufsorientiert in der Ausbildung, verschult. Die Universitäten sind ja anders. Hier brauchen wir adäquate Möglichkeiten, adäquate Lösungen. Welche? Zugangsbeschränkungen kommen für uns nur als wirkliche Ausnahmeregelung in Frage für jene sehr wenigen einzelnen Studienrichtungen, die jetzt aktuell stark unter Druck gekommen sind durch das große Interesse seitens deutscher Numerus Clausus Flüchtlinge. Da haben wir ja in der letzten UG-Novelle einen entsprechenden Notfallsparagraphen beschlossen, der das möglich macht. Das sollen aber Ausnahmefälle bleiben. Und grundsätzlich brauchen wir auch für diesen Fall eine Lösung auf europäischer Ebene. Aber grundsätzlich nicht flächendeckende Zugangsbeschränkungen. Jetzt kenne ich mich aber noch immer nicht aus. Wollen Sie jetzt mehr Tests, eine längere Studieneingangsphase, Noten, die ausschlaggebend dafür sind, Aufnahmegespräche? Es gibt ja so viele Möglichkeiten, aber ich höre sie nicht. Ja, also das Gebot der Stunde unserer Meinung nach lautet, dass wir die jungen Menschen dabei unterstützen müssen, die für sie richtige Studienentscheidung auch zu treffen. Und da gibt es unterschiedliche Wege. Und einen davon haben wir auch eben in der UG-Novelle verankert. Das ist die Studieneingangsphase, die spätestens ab dem nächsten Beginn des nächsten Studienjahres in allen Studien implantiert sein wird. Das wird sein eine einsemestrige Phase, wo die Studierenden wirklich Orientierung geboten bekommen, Informationen über die wesentlichsten Inhalte, die das Studium bietet, über den Verlauf des Studiums. Aber wo am sie Ende einige, auch Noten zusammengezählt werden. Ja, wo sie einige Prüfungen bestehen müssen, allerdings nicht nur, was ganz wichtig ist, was uns wichtig war in den Verhandlungen, nicht nur eine Knockout-Prüfung, nicht nur eine Chance und damit ist es erledigt. Sondern ein Knockout bestehend aus vielen Prüfungen. Mehrere praktisch. Prüfungen mit mehreren Chancen, wo auch Wiederholung möglich ist. Und diejenigen, die das auch bestehen, für die müssen wir dann auch die Plätze schaffen. Die Verantwortung haben wir dann. Das ist alles noch ein bisschen vage bei der SPÖ, stelle ich fest. Wie konkret sind denn Ihre Vorstellungen, was die Beschränkung des Zugangs zu den Universitäten betrifft? Was stellt sich die ÖVP da vor? Zuerst einmal gebe ich Ihnen völlig recht in Ihrem Befund, dass man sich bei dem Zickzackkurs der SPÖ tatsächlich nicht mehr auskennen kann, weil zuerst erklärt sich Bundeskanzler Faymann mit den Studierenden solidarisch. Kurze Zeit darauf erklärt er sich plötzlich bereit, Zugangsbeschränkungen einzuführen. Dann wird von Ihnen, Frau Kollegin Kunzel, und von Frau Kollegin Rudasch zurückgerudert. Die SPÖ Wien fordert weiterhin einen offenen Hochschulzugang und dann sagt Kanzler Faymann ausdrücklich als positives Beispiel für Zugangsbeschränkungen die Regulierungen an den Fachhochschulen. Hat er sich nicht nur Fachhochschulen beschränkt, sondern hat das generell als positives Beispiel genannt. Gut, das haben wir jetzt schon besprochen. Ihre Vorstellungen hätten wir gern gewusst oder würden die Zuschauer gern wissen. Was stellt sich die ÖVP vor? Unsere Vorstellungen gehen dahin, dass wir natürlich wissen, dass es ja jetzt schon in sehr vielen Bereichen Zugangsbeschränkungen gibt. Nämlich, Sie haben gesagt, Sie wollen Zugangsbeschränkungen nur in Notfällen. Wir haben jetzt bereits in vielen Bereichen Zugangsbeschränkungen, etwa im Bereich der Medizin, Veterinärmedizin, Zahnmedizin, an den Kunstuniversitäten, aber auch an den Kunstuniversitäten, Sportwissenschaften, pädagogische Hochschulen,
bitte, Frau Unterrichtsminister Schmidt sagt immer, sie will die Besten als Lehrer haben. Ich wünsche mir auch sonst an der Universität die Besten. Das heißt, hier sehen wir, wenn wir uns diese bereits bestehenden Beschränkungen ansehen, sehen wir eine große Bandbreite an Zugangsvoraussetzungen, an Zugangsregeln. Und die wollen Sie jetzt alle für alle diese Studien? Bandbreite, diese Bandbreite wollen wir im Hochschuldialog ausführlich diskutieren. Wissenschaftsminister Hahn hat ja einen Hochschuldialog einberufen und in diesem Hochschuldialog wollen wir darüber diskutieren, welche Zugangsbeschränkungen sich für welche Studien anbieten. Es gibt eine große Bandbreite. Das ist das Stichwort, auf das ich gewartet habe. Der Hochschuldialog, der da kommen soll, wo alle zusammensitzen und darüber reden. Die ÖVP stellt seit 2000 den Wissenschaftsminister. Sie werden ja schon ein paar Ideen haben. Ja, wir hatten schon viele Ideen in Richtung Zugangsbeschränkungen. Bisher gab es aber keine Bewegungen von Seiten des Koalitionspartners. Deswegen bin ich Herrn Bundeskanzler Faymann sehr dankbar, dass er sich jetzt in die richtige Richtung bewegt und dass jetzt endlich der Zeitpunkt gekommen ist, dass wir über die verschiedenen Modelle der Zugangsbeschränkungen diskutieren können. Zugangsbeschränkungen, noch einmal das Stichwort auch für Sie. Das sehen ja zum Beispiel auch Ihre jungen Leute in der SPÖ, von der Jugend über die Studenten bis hin, wer hat sich noch beschwert, zu den Schülern. Genau, sehen das ja auch ein bisschen so wie die ÖVP oder interpretieren das so, nämlich sagen Sie, Regelung ist gleich Beschränkung, also an welcher Hürde man scheitert, ist eigentlich wurscht. Ja, ich verstehe, das ist jetzt eine sehr aufgeheizte Stimmung und ich verstehe, dass in der Hitze des Gefechtes nicht so genau differenziert wird, ob über Zugangsregelung oder Zugangsbeschränkung gesprochen wird. Ich kann nur noch einmal betonen, und da lassen wir uns auch von der ÖVP nicht irgendwo anders hin interpretieren, dass es für uns Zugangsbeschränkungen, neue Zugangsbeschränkungen, wirklich nur dort gibt, in den wenigen Fächern, die jetzt extrem unter Druck gekommen sind, durch die deutschen Numerus Clausus Flüchtlinge, so wie es das Gesetz vorsieht. Weitere Zugangsbeschränkungen, und da haben wir einen ganz klaren Kurs, da bewegen wir uns im Rahmen des Regierungsprogramms, wir haben da lange diskutiert. Weitere Zugangsbeschränkungen wird es mit der SPÖ nicht geben. Numerus Clausus Flüchtlinge aus Deutschland gibt es jetzt, wenn wir die endgültigen Zahlen haben, werden vermutlich so 20.000. Es wird aber bis zu 275.000, 300.000 Studenten insgesamt geben. Also machen die jetzt mal sozusagen das Kraut wirklich fett? Also erstens habe ich ein bisschen den Problem? Eindruck, nach dem, was ich gehört habe in den letzten Tagen an tatsächlichen Zahlen, dass hier mit nicht ganz richtigen Zahlen ein bisschen eine Panikstimmung gemacht worden ist, bewusst in den letzten Wochen. Es ist äußerst fraglich, ob die 300.000 wirklich erreicht werden. Gut, wir sind jetzt in der Nachinskriptionsfrist. Wir werden Ende Oktober die Zahlen am Tisch haben. Bis dahin würde ich sagen, kühlen Kopf bewahren und nicht jetzt unter dem Deckmantel der deutschen Numerus Clausus Flüchtlinge gleich flächendeckend Zugangsbeschränkungen machen. Dazu besteht überhaupt keine Notwendigkeit. Zahlen auf den Tisch, dann werden wir das analysieren, was notwendig ist. Und dort in den wenigen Fächern, die unter Druck gekommen sind, wird man handeln können. Zahlen sind das nächste Stichwort. Jetzt hat es heute das neuerliche Bekenntnis gegeben, das Geld für die Unis zu erhöhen. Und zwar bis 2020 soll das 2% vom BIP ausmachen. Das Bekenntnis haben wir jetzt schon öfter gehört. Was uns ja viel mehr interessiert, wie viel wird die Regierung, die bis 2013 im Amt ist, bis 2013 ausgeben? Nun ja, wir haben ja gemeinsam den Antrag gestellt.